So, hallöchen und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Aufnahme vom Train Simulator 2015. Wir befinden uns heute auf der Strecke U-Bahn Frankfurt. Das war ja so ziemlich die Karte, die sich am häufigsten in den Kommentaren gewünscht worden ist, die ich mir mal anschaffen sollte. Und ich muss sagen, in den Offscreen-Fahrten, die ich schon gemacht habe, war ich unglaublich begeistert von der Strecke. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, deswegen befinden wir uns heute hier am Südbahnhof in Frankfurt und fahren einmal die U3 nach Oberursel-Hohenmark, glaube ich, oder so ähnlich heißt das Dingen. Wir fahren im Herbst dieses Standardszenario, haben einen Zug mit zwei Wagen, das ist ganz schön. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einmal gerade mal ins Cockpit und rüsten einmal auf. Ah, das wäre einmal hier der Schlüssel schon rumdrehen. Jo, dann hätten wir einmal hier alles anmachen. So, dann haben wir hier überall ein bisschen Licht im Cockpit. So, dann machen wir hier die Stromabnehmer hoch. Machen hier Stromzufluss einmal an. Und dann können wir auch schon hier unsere Anzeige vorne einstellen. Das ist nämlich auch neu. Hier kann man nämlich Anzeigen einstellen. So, Kurs wäre die... Kurs? Genau. Kurs wäre 03, weil wir die U3 sind. Linie wäre dann die 93 wegen 9, weil U und 3, weil 3. So, und bei Ziel müssen wir jetzt schauen, dass wir das Ziel finden. Ich glaube, Hohenmark war 718. Habe ich natürlich nicht vor der Aufnahme mir rausgeschrieben, damit ich jetzt intelligent wirke. Nein, das tut nur so. So, wir starten am Südbahnhof, ganz genau. Und da vorne steht auch schon Oberursel-Hohenmark. Genau, dort fahren wir nämlich hin. Starten tun wir, wie gesagt, am Südbahnhof. Ich habe auch dieses Ansagen-Tool nebenher laufen. Das heißt, wir können auch Ansagen abspielen. Da vorne steht auch wunderschön hier die 03 schon drinne. Jo, machen wir vielleicht einmal hier ein, genau. Ne, und so, kennt er ja. Und dann würde ich sagen, setzen wir schon mal hier zum Südbahnhof vor, einmal Richtungswender vorwärts. Und dann würde ich sagen, hier brausen wir einmal hinfort. So, vielleicht ein bisschen so gucken, die Sicht ist hier ein bisschen suboptimal, aber irgendwie sollte man das hinbekommen. Wenn ich auch nicht ganz genau weiß, wie genau wir das tun werden, dann arrangieren wir uns einfach uns damit irgendwie. So, erster Halt ist, wie gesagt, Südbahnhof. Sehen wir dann auch in allen Anzeigen im Zug. Das finde ich auch interessant. Jo, wir browsen dann einfach mal hier vor. Und dann schauen wir mal, wo wir denn anhalten müssen. Wo denn die Haltetafel für 2 steht. Ich glaube, hier bei der großen Masseanteil. Ich glaube, genau, da müssen wir einmal anhalten. Wunderbärchen. Ja gut, mehr oder weniger kompetent. Aber hier halten wir auf jeden Fall an. So, dann müssen wir schauen, dass wir die Türen auf der linken Seite öffnen. Nicht mit T wie Türen, sondern wir haben hier extra Knöpfe für. Links wäre einmal U. Dann gehen dann links nämlich einmal die Türen auf. So, Wunderbärchen. Dann machen wir, würde ich sagen, noch einmal hier einmal. So, merkt da keiner. Lassen wir einmal die allen Leute einsteigen. Spiegel funktionieren irgendwie leider nicht. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber wir können es mal ein bisschen hier umgucken. Also, das ist unser Zug. Ja, Richtung bla bla bla. Hohenmark, da fahren wir hin. Und das Tolle ist, dass sogar im Zug hier steht, dass wir gerade am Südbahnhof sind. Was? Fahren die ohne? Ja, auch in der Tat interessante Tafel. So, wir können einmal zumachen. Einmal mit I. Türfreigabe weg. Zack, dann einmal mit K bestätigen. Und dann können wir einmal schon weiter brausen. So. Ich glaube, mit Shift-Q können wir hier einmal weiterschalten. Genau, Schweizer Platz. Und dann machen wir einmal. Nächste Station. Schweizer Platz. Museumsufer. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Genau, danke schön, liebe Ansagen. Tante, das funktioniert, finde ich auch wunderbar. Ach so, und mal kurze Zwischeninfo. Jetzt befinden wir uns auch im Train Simulator mit dem neuen Mikrofon, mit dem Rode NT1A. Das sage ich einfach in jedem Spiel einmal dazu, in der ersten Aufnahme mit dem neuen Mikrofon. Einfach für die, die es interessiert. So, wir fahren ein bisschen schneller, habe ich so das Gefühl. Dem sollten wir mal Einhalt gebieten. Ich sollte vielleicht weniger auf den Mikrofon ausschlagen und mehr auf die Strecke gucken. So. Ja. Bisschen verbremst, ne? Weil danach kommt gleich Notbremse. Das ist ein bisschen blöd, ne? Ja, das üben wir nochmal, würde ich sagen. So, wo sind wir denn? Da sind wir denn. Aber alle Türen sind offen. Das ist ganz praktisch. Wie gesagt, das übe ich nochmal ein bisschen mit dem Fahren generell so. Das ist, das üben wir nochmal. Im Laufe der Zeit, geht das besser. Wir müssen ja eh relativ häufig anhalten. Sagen wir mal. Zu da. Und dann kommen wir auch schon weiter hier. So. Fahren wir weiter, Kollege. Einmal Shift-Q zum rechts weiterschalten und einmal die Ansage. Nächste Station. Willy-Brandt-Platz, Europäische Zentralbank. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien U4 und U5 sowie zu den Straßenbahnlinien 11 und 12. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
okay, Ausstieg und Fahrt Richtung rechts am Willy-Brandt-Platz. So, ich lasse jetzt hier mal die Einstellung so. 12% ist nämlich komplett Leerlauf. Nicht 12% Gas geben, sondern das hier ist quasi Leerlauf. Hier ist die Belegung ein kleines bisschen anders, aber da vorne nämlich hier ein bisschen hochfahren und da eh keine Minuspunkte für Abzug bekommen. Das finde ich echt gut hier. Da können wir hier ein bisschen hochbeschleunigen, weil wir eine kleine Steigung vor uns haben. Ja, so ist das hier. So, und dann halten wir mal wunderschön seriös hier an. Nicht so wie in der letzten Haltestelle, da war es ja nicht so toll. Jo, ich glaube einmal hier ganz vorne. Ah ne, jetzt sind wir schon in den Haltetaschen vorbei. Bäh. Gut, das üben wir alles nochmal. So, Ausstieg, Fahrtrichtung rechts, wäre einmal hier. Tut mir unendlich leid für die Fahrgäste hier. Ja, ihr habt einen inkompetenten Zugfahrer, das merkt ihr, glaube ich, schon. Ich bremse einfach nicht, demnächst ein bisschen früher. Ich meine, wenn wir dann in der Oberfläche sind, weil der Großteil der U-Bahn-Linien in Frankfurt verläuft auch an der Oberfläche, dann ist es eh so, dass wir da ein bisschen mehr auf Signale achten müssen als jetzt hier im Untergrund, und deswegen muss ich da eh nicht allzu zügig fahren, sonst geht er noch mehr schief, als jetzt eh schon schief geht. Und ja, deswegen so einmal hier weiterschalten. Zack, und einmal den da. Nächste Station, Hauptwache 2. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, sowie zu den U-Bahn-Linien U6 und U7. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts an der Hauptwache. Ich meine, hier sind halt die ganzen Polizisten unterwegs. Das heißt, hier sollten wir uns vielleicht mal, sollten wir mal so bremsen, dass das alles irgendwie passt. Es klappt immer noch nicht, es klappt immer noch nicht. Es ist echt schlimm. Ja, kann ich nur runter. Ja, 75 ist maximal. Ach, Manu. Wie viele Türen habe ich jetzt wieder draußen gelassen? Naja, eine. Einstieg nur mit gültigem Fahrausweis. Okay. Also für alle, die es wissen wollen, Einstieg nur mit gültigem Fahrausweis. Ganz vorne können wir eh nicht einsteigen. So, jetzt aber mal zusammenreißen hier. So. Ich glaube, es hat wirklich seinen Sinn, dass man während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen sollte, weil Sprechen noch durchaus ablenkt. Aber hey, so, da vorne ist eh nur noch 60. Bedeutet für uns, ich habe weniger Möglichkeit, mich zu verbremsen. Das ist ganz gut. Ich muss aber sagen, bei den ganzen Offscreen-Fahrten, die ich gemacht habe, hat das irgendwie alles besser funktioniert. Naja, aber ich glaube, es ist immer so. So, schauen wir einmal weiter hier. Shift Q für die Innenanzeige da rechts. Und einmal. Nächste Station, Eschenheimer Tor. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, ich habe jetzt mal gar nicht unglaublich viel auf die Tube gedrückt. Wo muss ich denn hier mal anhalten? Vielleicht kann ich mal wirklich hier mal im H2 anhalten. So, hier ist H2, Wunderbärchen. Oha, hat es auch mal geklappt zur Abwechslung. Ist das nicht toll? So, einmal Türfreigabe rechts. Und die Türen gehen auf. Man kann natürlich auch hier unten, also das sind alle Türen auf und das hier ist nur Türfreigabe. Allerdings geht, wenn du Türfreigabe reinmachst, gehen ja immer nur relativ wenige Türen so nacheinander auf und so geht der Fahrgastwechsel doch ein bisschen schneller. Ist ganz praktisch, so machen wir wieder zu hier. Ja, und weiter geht's. So, ich schaue mal, vielleicht das mal ein bisschen hier da rechts sehen auf das Infodisplay. So, einmal weitergeschaltet. Und ich glaube, die nächste Ansage schaltet man aber erst, wenn wir hier aus dem Haltestellenbereich draußen sind, damit die Fahrgäste auch nicht verwirrt sind, was wahrscheinlich eh schon sind durch meinen Fahrstil, aber hey. Nächste Station, Grüneburgweg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau. Die Ansagentante ist eh kompetenter als ich mit allen anderen auf der Welt zusammen, deswegen. Die hat Ahnung, die ist kompetent und ich rede einfach mal nicht ins Wort, weil sie wissen wird, was sie sagt. So. Da sind wir auch gleich da. Da kann ich ja schon mal in Richtung Bremsstellung gehen. Wo muss er denn hier einmal? Ich weiß gar nicht genau. Hier vorne, okay. Einmal hier und dann einmal rechts die Türen auf. Ein bisschen kommt, ein bisschen stärker können wir doch. Sonst kommen wir gar nicht mal vorwärts hier. So einmal auf da. Immer einsteigen die Leute, auch wenn sie nicht wirklich viel einsteigen, aber es ist okay, es ist ja okay. Ich meine, ist ja okay. Es ist okay. Mir macht es ja nichts aus. Ich meine, ich bin ja bloß der blöde Zugfahrer. Wenn jemand mit mir fahren will, dann. Nee, ist okay. Machen wir mal zu hier schon mal. Damit wir hier gleich lostuckern können. Nicht da halt wäre, dann einmal hier rechts weiterschalten und. Nächste Station, Holzhausenstraße, Unicampus, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Und ich glaube, dann kommen wir auch relativ bald hier aus dem U-Bahn-Tunnel raus. Da kommen wir bald in die Oberfläche und fahren auch wirklich bis zu unserer Endhaltestelle. Alles draußen im freien, frischen und luftigen grünen Bereich. Na gut, grün ist im Herbst nicht mehr so. Es ist dann vielleicht erst ein bisschen bräunlich und gelblich. Aber wir fahren dann draußen an der frischen Luft. Das heißt, so arg viel U-Bahn-Tunnel gibt es hier gar nicht. Hier fährt man relativ viel draußen. Es gefällt mir auch echt gut. Jo, ist nämlich ein bisschen der Kontrast zu den ganzen World of Subways-Teilen. Gut, ein bisschen früh gebremst, aber... besser als die ersten Bremsmanöver, möchte ich hier mal anmerken. Ja, so ist das. Aber was läuft im Leben schon optimal? Nichts wirklich, deswegen. Denke ich, können wir weiter so verfahren. Schade ist aber irgendwie, dass da keiner einsteigen will. Das ist ein bisschen... finde ich schon mal ein bisschen traurig, ne? Dass auch keiner im Zug ist und dass man auch keine 50 haben. Dann machen wir hier von außen mal zu. Einmal hier zu. Zack, und dann können wir hier mal so abfahren vielleicht. Ist er abgefahren, Josh? Ja, ist echt abgefahren. Jo, dann fahren wir los hier, Kollege. Hui. Dann sehen wir auch schon die U-Bahn abfahren. So, setzen wir uns mal wieder vor, da wo wir hingehören. Schalten einmal weiter. Nächste Station. Miguel Adiques Allee, Polizeipräsidium. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 32 und 64. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Okay, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und ich glaube, der Dornbusch ist dann draußen an der Oberfläche, wenn mich nicht ganz alles täuscht. Wir fahren jetzt immer weiter nach oben. Wir erklimmen die Leiter, gehen Himmel. Ich habe jetzt komplett verplant, die Haltestelle. Aber sollte trotzdem noch reichen. Nämlich gar nicht gesehen. Aber ja gut, man sollte sich vielleicht drauf gefasst machen, dass die Haltestellen jetzt nicht einen Abstand haben von... den normalen Haltestellen Abstand von vielleicht einem ICE-Wagen oder sowas. Das geht hier ein bisschen zügig, habe ich so das Gefühl. Sollte ich mich vielleicht drauf gefasst machen. Habe ich mal gehört. Also das ist weniger Quatsch, mehr aufs Fahren konzentrieren. Ja, ich weiß, es ist schwierig, aber ich glaube, davon kann man auch mal Gebrauch machen. So, einmal zu hier. Klingel weg und dann preschen wir auch schon weiter in Richtung Dornbusch. Jetzt können wir hier mal so weiterschalten. Zack. Nächste Station, Dornbusch, Hessischer Rundfunk. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, meine Dame, das wird wohl so sein, sie werden recht haben. Ich falle ihnen da mal gar nicht ins Wort. Ja gut, vielleicht mit meinem inkompetenten Fahrstil. Ah, und da sehen wir auch schon, ja, da war gerade die Aufnahme weg. Ich habe auch keinen Plan, was da los war. Ja, mein, die ist auf einmal die Aufnahme weg gewesen. Da weiß ich auch nicht genau, was da los ist. Auf jeden Fall hat Audacity gerade so gemeint, nee, Josh, ich nehme mir jetzt nichts auf. Naja, okay. Haben wir ja alles wieder behoben bekommen. Bin ja nur ein paar Meter schon weitergefahren. Das passt ja alles. So, da sind wir gerade am Dornbusch und dürfen auch gleich wieder losfahren. So, einmal Tür zu. Ja, Klingel weg, so. Und dann fahren wir hier auch schon die ersten Meter an der Oberfläche. Okay, jetzt muss ich erstmal hier wieder... ich hab Card zu spät gedrückt, wie mir es scheint, so. Jetzt müssen wir wirklich auf die ganzen Signale achten, weil vor jedem... vor jeder Haltestelle... Josh, das heißt Bahnhof, ja gut. Es ist trotzdem eine Haltestelle. Ist dann mal so ein schönes Signal, müssen wir danach gucken. So, da wird gerade... da ist gerade Fahrt, okay. Nächste Station... Fritz-Tarnow-Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da müssen wir nämlich jedes Mal auf den Bahnübergang nach den Signalen gucken. So, davon wird auch gerade auf Fahrt gestellt. Und ich glaube, arg viel schneller als 50 würde ich auch gar nicht fahren. Einfach aus dem Grund, weil wegen sonst ist zu schnell und ich gar nicht genug schnell bremsen. Das ist ja eh ein bisschen ein Problem. Bis man hier die ganzen Hebelstellungen durch hat, ist das... das braucht immer ein bisschen. Das kennt ihr ja alle. So, da vorne einmal anhalten. Oh, da ist rot. Jo, Mai, genau sowas meine ich damit nämlich. Da ist nämlich rot. Da dürfen wir nämlich jetzt gerade nicht fahren. Die Frage ist, ob das noch grün wird. Ich glaube nämlich, da stand ich nämlich auch die ganze Zeit, bei meinen Testfahrten und es ist nicht, auf Fahrt umgesprungen. Das ist ein bisschen blöd. Also die
Autoampel funktioniert, aber unsere Ampel irgendwie nicht. Also wir stehen ja relativ pep davor. Und da stand ich auch schon bei meinen ganzen Testfahrten eben eine ganz schöne Weile. Das ist immer ein bisschen ungünstig. Ich glaube, schauen wir mal, warten wir mal noch meine Ampelphase ab. Aber ich glaube, da passiert überhaupt gar nichts. Da passiert wirklich nichts. Ich glaube, dann fahren wir einfach mal, ohne dass es jemand merkt. Ich meine, da kommt ja eh gerade nichts. Können wir mal drüber, weil das war wirklich die ganze Zeit nicht auf Fahrt gestellt. Und dann fahre ich das einfach auch mal drüber. Das hat sich einfach nicht geändert, da kannst du aber nichts tun. So, hier ist H1. Und wieder vorne ist H2. Und so Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Glaube ich mal gehört zu haben. Dann machen wir rechts vielleicht bei den Türen auf. Genau, einmal alle einsteigen, die mitwollen. Und die nicht mitwollen, die bleiben einfach draußen. So, guten Tag daher. Möchten Sie nicht mit, waren Sie auf einen anderen Zug? Schade, schade. Ja, da kommt ein bisschen später heute, weil ich etwas inkompetent bin. Ich habe die Strecke blockiert. Das tut mir leid. So. Machen wir wieder zu hier. So, da vorne dürfen wir auch schon drüber. Das ist ganz gut. Da haben sie schon, alles schon für uns vorbereitet. Dürfen wir schon rüber. Einmal hier. Da weiterschalten.